Willkommen zurück bei GreenTech Live in Berlin bei den Abendsessions. Wir haben heute eine Expertin für grüne Finanzierung, Sarah Buge von Companisto. Mhm. Ihr macht Finanzierungen, die man heute nicht mehr Crowd Investing, Crowdfunding irgendwie nennt, sondern es gibt einen neuen Begriff dafür. Ja, es ist kein neuer Begriff, aber wir sind ein Business Angel Club. Okay, genau. Das heißt aber, ihr helft, also das Wichtigste ist, ja, egal was das Wording ist, ihr helft Startups und jungen Unternehmen, vor allen Dingen auch in der Nachhaltigkeitsbewegung, sage ich mal, oder im Nachhaltigkeitsfeld, dabei Geld einzusammeln, mhm, über die Crowd. Genau so ist es. Und du hast eine kleine Präsentation mit, mhm, dass wir ein bisschen wissen. Viele kennen ja Companisto, aber wirklich investiert sind wahrscheinlich noch zu wenig Leute, sonst, mhm, wärst du heute nicht da. Und wir wollen ja helfen, dass es vorangeht mit Finanzierungen. Ich persönlich bin auf euch aufmerksam geworden über die letzte Repack, ja, Funding-Runde. Boomerang ist auch bei euch gewesen? Boomerang war also auch bei uns, und genau. Boomerang ist natürlich auch ein, also wir suchen ja als Journalisten nicht immer nur Technologien oder irgendwas, sondern oder Firmen, sondern auch Typen. Hm. Und der Marc von Boomerang und so ist natürlich auch eine Type, die, ja, du auf eine Bühne stellen kannst. Und also heute ist es deine Bühne hier. Du hast eine kleine Präsentation dabei. Bitte, Sarah. Dankeschön. So, also hallo auch nochmal von mir. Ich erzähle euch ein bisschen was über Companisto. Ja, in einem Satz gesagt, was macht Companisto? Wir bringen Startups, die auf Kapitalsuche sind, mit Investoren zusammen. Und du hast es gerade ganz schön gesagt, Jochen, die Bühne. Tatsächlich sehen wir Companisto auch als Bühne für Unternehmen, um sich eben der Investorenschaft zu präsentieren. Wir schaffen natürlich das ganze Acquirement drumherum und versuchen so eben eine optimale Ausgangssituation für die Startups zu schaffen. Wie jede andere Bühne ist auch unsere Bühne so ein bisschen begrenzt. Das heißt, wir müssen ganz genau schauen, wonach wählen wir aus, was sind die Kriterien, anhand dessen wir uns für ein Unternehmen entscheiden. Und ja, neben sehr vielen wirtschaftlichen Aspekten ist für uns einfach die Motivation und vor allem auch der Unique Sales Point des Startups wahnsinnig wichtig. Das heißt, wir möchten gerne verstehen, was unterscheidet euch von anderen, warum sollen wir uns für euch entscheiden, was macht euch besonders, welche Lösung habt ihr, die es am Markt noch nicht gibt. Und tatsächlich ist für uns der Punkt der Innovation besonders wichtig. Das heißt, es gibt vor allem in Berlin, aber auch generell weltweit wahnsinnig viele unterschiedliche Startups. Wir konzentrieren uns aber auf die Unternehmen, die wirklich einen Mehrwert bringen. Das heißt, wir schauen, dass die Teams Lösungen für, ja, auch Problemstellungen in der Gesellschaft mitbringen, für die es bis jetzt noch keine kommerzielle Lösung gegeben hat. Und dann sind es tatsächlich Fragestellungen wie, wie können wir die Altmüllentsorgung fördern? Wie können wir den ganzen Verpackungsmüll reduzieren, den wir haben? Oder eben einfach auch nur eine Transparenz in die CO2-Zertifikate-Vergabe herstellen? Und das sind ganz viele unterschiedliche Themen. Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, auch viele andere Branchen, die wir durchgehen. Ich erzähle euch heute so ein bisschen darum, wie es geht. Und wenn wir uns jetzt Companisto anschauen, kann man das eigentlich ganz gut in drei Themenblöcke unterteilen. Was sind wir? In allererster Linie sind wir ein Investmentpartner. Das heißt, zu uns kommen Personen, die gerne ihr Geld investieren möchten und vor allem auch natürlich vermehren möchten. Ganz wichtig ist es, dass bei uns alle Investierenden am Ende des Investments entweder Gesellschafter oder Aktionäre der Startups sind. Das bedeutet, es ist kein stilles Kapital, sondern wirklich auch Know-how, was mit in die Unternehmen kommt. Und das ist da auch ein Mehrwert, den Companisto mit sich bringt. In zweiter Linie sind wir Finanzierungspartner. Das heißt, zu uns kommen Startups, die auf Kapitalsuche sind, die den nächsten Meilenstein erreichen möchten und ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Besonders für junge Unternehmen ist es wahnsinnig schwierig, an Kapital zu kommen. Der andere herkömmliche Weg wäre ein Kredit bei der Bank, was wahnsinnig schwierig ist, wenn man weder Sicherheiten noch Ressourcen hat, noch Kunden, einen festen Kundenstamm und regelmäßige Einnahmen. Genau da kommt Startup Investment und auch Companisto zu tragen. Denn wir sind quasi ein Sprungbrett, bevor die Unternehmen eben den Markteintritt wagen können. Wir konzentrieren uns eben neben dem Punkt der Innovation und des Mehrwerts in der Lösung, aber auch darauf, dass die Produktideen skalierbar sind und vor allem auch ein Exit-Potenzial haben. Das heißt, unser aller Ziel ist es, dass diese Unternehmen am Ende auch verkauft werden an ein größeres Unternehmen und die Investoren auch eine Chance haben, darauf ihr Geld zurückzubekommen. Denn wichtig zu beachten ist, dass Startup-Investments einfach ein Hochrisikobereich sind. Und das muss man stets im Kopf behalten. Als Companisto 2012 begonnen hat, war es tatsächlich einfach nur eine Investmentplattform
Mittlerweile sind wir ein starkes Netzwerk, bestehend aus wahnsinnig vielen Startups, Gründerteams und eben auch Investoren. Und das macht tatsächlich auch den Unterschied, weil bei uns die Startups nicht nur Kapital bekommen, sondern eben auch potenzielle Partner, potenzielle Kunden und ganz, ganz viel Know-how eben aus dem Netzwerk heraus. Und dafür haben wir eine Infrastruktur geschaffen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zwischen den Investoren und den Gründerteams in Kontakt zu treten, untereinander, miteinander. Es gibt Veranstaltungen live und vor Ort. Und so versuchen wir eben das Thema des Netzwerks auch immer weiter voranzutreiben. So ein paar Fakten, ja, innerhalb der letzten Jahre hat sich natürlich ein bisschen was getan. Viele Finanzierungsrunden haben stattgefunden, über 368 haben wir mittlerweile schon gehabt. Fast jede Woche kommt eine neue Runde dazu. Das heißt nicht genauso viele Startups, weil wir auch unsere Portfoliounternehmen unterstützen. Das heißt, ein Startup, was sich gut entwickelt, den nächsten Schritt gehen will, das kann auch mit uns eine zweite, dritte oder eine vierte Finanzierungsrunde durchführen. Und über diesen Zeitraum hat unser Netzwerk es einfach geschafft, über 250 Millionen an junge Unternehmen zu vermitteln, was einfach schon mal eine starke Summe ist, wenn man bedenkt, dass es sich hier um Privatpersonen und keine großen Organisationen handelt. Wir haben immer so ein Ziel, 30 bis 34 Finanzierungsrunden pro Jahr zu haben, haben dafür auch ein starkes Investorennetzwerk, was wirklich wächst und wächst und wächst. Wir sind jetzt bei 160.000 Personen, die bei uns sind. Und eine Beobachtung, vor allem im Jahr 2023 und jetzt auch 2024, ist der Zuwachs an Green-Tech-Unternehmen einfach stark gewachsen. Wir haben allein nur in diesem Jahr, und das Jahr ist noch nicht vorbei, 40% der Unternehmen, die bei uns finanziert wurden, kommen wirklich aus dem Green-Tech-Bereich, was einfach super spannend zu sehen ist. Werdet auch nachher noch ein bisschen mehr davon erfahren. So, jetzt haben wir schon gehört, wir haben eine ganze Menge Startups, wir haben eine ganze Menge Investoren und diese muss man irgendwie miteinander organisieren. Das heißt, die sitzen ja alle verteilt. Wir konzentrieren uns bei den Startups auf Unternehmen in der Dachregion. Als Investor kann man tatsächlich weltweit dabei sein. Und über ein stark digitalisiert ausgebautes System haben wir es eben geschafft, in der Dachregion das größte Business Angel Netzwerk zu sein und haben so diesen sehr bürokratischen Prozess der Investition auf ein nächstes Level gebracht, kann man sagen. Denn früher war es zum einen so, dass der Zugang zu Startups und zu Finanzierungsrunden super schwierig gewesen ist. Es gab immer nur Live-Veranstaltungen, nicht jeder wurde dazu eingeladen. Social Media war auch noch nicht so weit, wie es heute ist, dass jeder sehr einfach davon erfahren hat. Das bedeutet einem Teil der Gesellschaft da einfach diese Möglichkeit der Investition total verwehrt. Und durch die digitale Abbildung hat jeder den Zugang. Der Zugang ist einfach. Für einen Investor ist es ebenfalls einfach, denn ein Großteil dieser schweren administrativen Arbeit wird tatsächlich vom Companisto auch durchgeführt. Die Finanzierungsrunden, die bei uns gezeigt werden, die sind alle von uns vorab geprüft. Das heißt, wir kriegen eine Vielzahl von Bewerbungen und müssen schauen, was sind die unserer Meinung nach die Unternehmen mit dem stärksten Exit-Potenzial und mit der besten Zukunft, so wie wir es zu dem Moment bewerten. Das heißt, der Investor kriegt von uns auch schon ein vorgefertigtes Informationspaket und kann anhand dessen seine eigene Prüfung aufbauen oder eben auch nicht. Für die Startups ist es eben auch wunderbar, denn sie können auf Kapitalsuche gehen, ohne irgendwie groß von Pitch-Night zu Pitch-Night zu Pitch-Night zu laufen. Sie präsentieren sich online und wir helfen auch bei der Vermarktung. 2024 war ein spannendes Jahr für uns. Und darauf sind wir auch sehr stolz, weil wir können zurückblicken auf zwei sehr große Erfolge. Und im Endeffekt ist es genau das, was alle Startups in irgendeinem Zeitpunkt auch erreichen möchten. Wir haben ein Unternehmen, was den Börsengang gewagt hat dieses Jahr, ist jetzt ein börsennotiertes Unternehmen, das ist die Big Rap. Und ein weiteres Unternehmen hat geschafft, eine sehr, sehr erfolgreiche Series B-Finanzierungsrunde durchzuführen, konnte seine Unternehmensbewertung von 10 Millionen auf 150 Millionen steigern und 40 Millionen Kapital von einer großen Venture-Capital-Gesellschaft einsammeln. Und das ist einfach für uns ein starker Beweis dafür, dass es sich total lohnt, in diese jungen Unternehmen sehr früh zu investieren, weil dann im Nachgang eben auch die Basis dafür da ist, dass weitere, stärkere Kapitalgeber einsteigen. Unser Netzwerk ist sehr groß, das heißt, heute geht es um GreenTech und deswegen habe ich natürlich auch so ein bisschen rausgesucht, was haben wir denn für GreenTech-Unternehmen bei uns. Und die gehen durch alle Branchen. Wir haben Hardware, wir haben Software, wir haben ganz normale Consumer-Produkte. Und bei uns stellen sich alle Startups den Investoren immer mit einem Video vor. Und deswegen habe ich auch ein ganz kurzes Video mitgebracht. Dieses Video 30 Sekunden, deswegen spiele ich das mal ab und ihr kriegt einen kleinen Einblick darin, wie sich Unternehmen vorstellen. Das ist tatsächlich Recap, das, was hier vorhin auch schon erwähnt wurde. Los geht's.
Platz. Fast die Hälfte davon sind Verpackungen. Repack-Verpackungsfolien bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Unsere Zukunftsvision ist es, Europas größter Anbieter für plastikfreie Folienverpackungen zu werden. Komm zu uns an Bord und investiere jetzt in Repack. Der Aufruf, muss ich leider sagen, die Runde ist abgeschlossen. Man kann zumindest in dieser Runde nicht mehr mit dabei sein, aber das war das Video, mit dem sich das Unternehmen vorgestellt hat. Ihr habt es gehört, 100% abbaubare Verpackung, Plastikverpackung, etwas, was wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren überhaupt gar nicht in den Köpfen der Menschen wäre. Heutzutage ist es das. Es gibt eine Lösung und es gibt Menschen, die daran glauben und das eben unterstützen und fördern. Aber neben diesem Produkt gibt es eben auch ganz viele andere Unternehmen und es sind zumeist junge Teams, die an diesen wirklich kreativen und teilweise sehr wagemutigen Lösungen arbeiten. Ich habe hier auch nochmal zwei andere Beispiele mitgebracht. Wir haben hier die EcoPals, die befindet sich im Bereich des Straßenbaus. Straßen kennen wir alle, benutzen wir alle ständig. Ich habe jetzt nicht drei Videos mitgebracht, aber ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Und im Einbau, in der Aufarbeitung der Straßen ist es, wie auch in allen anderen Thematiken, wird Plastik verwendet. Und dieses Plastik, was im Straßenbau verwendet wird, ist nicht recycelbar. Und EcoPals hat sich gedacht, okay, das müssen wir irgendwie lösen. Lasst uns dieses Plastik nehmen, in recycelbares Material verwandeln, haben daraus die sogenannten EcoFlakes gemacht. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, Straßen mit 100% recycelbaren Materialien auch mit aufzustocken, was einfach auch eine krasse Innovation ist und eine auch wieder dazu beiträgt, dass eben der CO2-Ausstoß reduziert wird. Ein weiteres Thema, die globale Erderwärmung. Wir wissen es alle, wir müssen irgendwas dagegen machen. Wir brauchen ganz viel Grün und müssen weniger verbrauchen. Da gibt es das Unternehmen OMCC. Es ist tatsächlich auch ein Female-Gründerteam, deswegen finde ich es besonders spannend, weil es eben im Technologiebereich, aber auch im Startup-Bereich gar nicht so viele Frauen gibt. Und die beiden Gründerinnen haben auch eine Pflanze entwickelt. Und diese Pflanze wächst wahnsinnig schnell. Innerhalb von einem Jahr gibt es einen Wachstumszuwachs von 7 Metern, was einfach Wahnsinn ist. Und auf diese Art und Weise ist es möglich, sehr schnell sehr viel Grün zu bepflanzen. Diese Pflanzen wachsen an einem Netz, was auch wieder selber entwickelt ist und patentiert ist. Dieses Netz ist natürlich auch wieder recycelbar, so dass das alles irgendwie in den Kreislauf wieder zurückkommen kann. Und durch diese Bepflanzung von ONC ist es möglich, zum einen Gebäude von außen zu begrünen, aber eben auch die Straßen. Und auch die tragen eben dazu bei, unseren CO2-Fußabdruck ein bisschen zu minimieren. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Einblick von dem, was sich überall tut. Ich finde es persönlich super motivierend zu sehen, was alles geht und vor allem auch immer im Kopf zu haben, all diese Unternehmen würde es eben ohne das Startup-Investment überhaupt nicht geben, weil wenn sie wahrscheinlich bei einer Bank vorstellig werden würden, sie keine Finanzierung bekommen würden. Dankeschön. Bravo, ganz herzlichen Dank, liebe Sarah, kommt nochmal zu uns auf die Bühne. Man spürt das Feuer, dass du brennst für, deinen Job. Mhm. Ja. Und ich habe natürlich Fragen. Berti auch, EcoPals übrigens, guter Cliffhanger, haben wir auch eingeladen. Sie konnten kurzfristig nicht kommen, aber sie sind beim nächsten Mal am Start. Also cool. Das Thema haben wir zufällig auch irgendwie auf der Platte und wir haben uns nicht vorab gesprochen über EcoPals. Super, super coole Lösung. Also, ich habe Notizen gemacht, wie immer, ist schon spät. Der Kopf wird ein bisschen müde, aber Companisto ist so, also das Crowdfunding-Ding lassen wir mal weg, aber ist der Finanzkumpel. Er will der Finanzkumpel sein von Startups. Wie wichtig ist der Anteil von nachhaltigen Startups? Oder ihr macht ja alles unterm Strich, aber versucht ihr euch zu fokussieren oder auch ein bisschen eine Nische zu finden in dem Markt? Das wandelt sich tatsächlich mit den Jahren. Also zu Beginn ging es eher darum, dass es eine spannende, innovative Möglichkeit gibt. Und in den letzten Jahren und vor allem in der Zeit der Corona-Pandemie sehen wir schon einen Wandel, vor allem auch im Bedarf der Investoren. Das heißt, die Investoren investieren auch immer lieber in nachhaltige Lösungen. Und wenn die Nachhaltigkeit auch noch mit einer Technologie verbunden ist, ist es ganz oft genau das, was super gern gesehen wird, weil es tatsächlich nicht mehr nur darum geht, sein Kapital zu vermehren. Ich spreche sehr, sehr viel mit Investoren und ich höre immer häufiger, dass eben der Punkt, ich will doch irgendwie auch was Gutes machen und irgendwo meinen Beitrag leisten und dem eine Plattform geben, spielt eine immer größere Rolle und für uns dann dementsprechend auch. Aber wir fokussieren uns nicht nur da. Und Investoren, ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe in deiner Präsentation, die Investoren sind
aus dem privaten Bereich vor allen Dingen, oder habt ihr auch institutionelle Investoren, die mit Geld in den Topf werfen? Beides? Also bei uns sind es tatsächlich Privatpersonen, aber wir haben viele Co-Investments eben auch mit Institutionen, privaten oder eben auch öffentlichen Trägern, das gibt es auch. Und von den beiden Erfolgsgeschichten, die du skizziert hast, Big Rap 3,5 Millionen und Hero von 10 auf 150, ich kenne beide Unternehmen nicht, was machen die? Was? Ja, die Big Rap ist ein 3D-Industriedrucker. Genau, aus Berlin. Wir waren die Ersten, die mit dabei waren als Investoren. Das ist natürlich super spannend, auch zu sehen, wie sich so ein Unternehmen entwickeln kann. Von bitte, wir brauchen ein bisschen Geld, um irgendwie Vertrieb und Marketing aufzubauen, hin zu einem aktiennotierten Unternehmen. Die Hero ist eine Software, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den ganzen Baubereich zu digitalisieren. Da geht es noch sehr viel mit Faxen und ich gebe dir hier was rüber und schreibe was auf den Zettel und das kann man alles wunderbar digital abbilden. Und dann natürlich wunderbar skalieren. Und du merkst, ich kenne die Erfolgsgeschichten aus der Investmentbranche nicht, weil wir uns halt mit Storytelling beschäftigen und viel zu wenig Mühe uns geben, irgendwie zu finanzieren und so weiter. Von daher ist es umso schöner, dass du da bist. Berti, du hast bestimmt ein paar Fragen für Sarah. Ja, Sarah, vielen Dank für deinen Vortrag. Fand ich sehr spannend, auch die Beispiele der Firmen, die ihr gefördert habt. Ich versuche mich gerade in einer Firma zu versetzen, die Förderung sucht. Und angenommen, sie hat den Luxus, dass sie mehrere Geldgeber sich aussuchen kann. Warum sollte sie sich an euch wenden? Wie gut wird sie bei euch aufgehoben? Was kann das Startup von euch erwarten? Welche Art von Betreuung und Finanzierung? Ja, also der stärkste Mehrwert ist tatsächlich, dass es eben nicht nur Kapital ist. Die Startups können sich einer großen Anzahl von Personen präsentieren und es sind ja alles erfolgreiche Menschen. Das heißt, die haben Unternehmungen, die haben auch selber Partnerschaften. Es kommt sehr, sehr regelmäßig vor, dass auch jemand sagt, das Produkt finde ich cool, ich investiere vielleicht jetzt gar nicht, aber ich könnte es bei mir zum Beispiel selber einsetzen. Und aus dem Gedanken heraus hat sich tatsächlich bei Companisto auch eine Helpers-Community entwickelt. Das heißt, Ziel dieser kleinen Community, in der großen Community ist es, wirklich völlig Geld ohne Bezahlung den Unternehmen zu helfen. Das heißt, ein Startup kann sagen, hey, ich brauche einen Vertriebspartner, hey, ich will jetzt expandieren, ich weiß nicht, in die UK, wer hat schon Erfahrung und kann sich damit an unseren Investorenkreis wenden. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe Erfahrung und ich teile sie gern mit dir und lass uns treffen und wir besprechen das miteinander. Und das ist halt ein Riesenmehrwert, den ein Unternehmen nicht hat, wenn es sich an einzelne Personen wendet. Vielen Dank. Jetzt die entgegengesetzte Perspektive, nämlich eure Perspektive. Nach welchen Kriterien sucht ihr Startups aus oder nach welchen Kriterien entscheidet ihr, dass ein Startup förderungswürdig ist oder vielleicht auch eher nicht? Ja, also der Innovationsfaktor ist uns wirklich wichtig. Es gibt super viele coole Ideen und auch sehr viele Themen, die zu lösen sind. Aber wenn ich es jetzt mal so sage, wir brauchen alle eine Jacke und es kann ein tolles Startup geben, was eine wunderschöne Jacke entwirft, aber das werden wir wahrscheinlich nicht finanzieren. Außer der Stoff ist dann wahrscheinlich aus irgendeinem nachhaltigen Stoff und bringt irgendeine Innovation mit sich. Also das heißt, wir gucken uns schon an, dass es nichts ist, was es irgendwie schon zigfach gibt und was normal ist. Wir wollen, dass unsere Startups wirklich auch irgendwo einen Beitrag leisten. So ein bisschen visionär. Ich hätte noch eine, wir sind 6 Minuten drüber. Mich würde interessieren nochmal, du hast skizziert, dass der Greentech-Bereich sehr, sehr wächst bei euch, 40%. Wie laufen Projekte mit Nachhaltigkeit grundsätzlich wegen mir, wenn es nicht um Technologie auch geht? Ich sage mal, du hast gerade Mode erwähnt und so. Ist das für euch wirklich ein signifikanter Anteil an den Gesamtfinanzierungen? Also in der Kombination mit Technologie definitiv. Wenn es nur um das Thema Nachhaltigkeit geht, zum Beispiel Kleidung, das entwickelt sich schon noch ein bisschen schleppender. Ja. Das heißt also, weil wir vorher auch hatten Greentech Baden-Württemberg und so dabei, die auch sagen, hey, der Bereich ist total unterinnoviert, sage ich mal, oder auch es gibt zu wenig Leute, da würde noch viel, 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 viel mehr gehen. Ja? Ja. Und ohne Geld geht auch nichts. Ja? Von daher, also the sky is the limit in dem Bereich. Okay, genau. Was haben wir noch auf dem Zettel? Ecopal haben wir drüber gesprochen. Wo bist du investiert? Darf man darüber reden als Angestellte oder als Mitarbeiterin? Weiß ich gar nicht, aber auch in ein Unternehmen, was nachhaltig ist. Okay, gut umschrieben. Und dann habe ich noch, was habe ich noch? Big Rap habe ich gefragt, Ecopal eingeladen, next time. Ja, Ecopal next time. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Berthe, jetzt könntest du noch. Komm, eine hast du noch. Bestimmt eine Frage. Wenn ich Investor werden möchte bei euch, wie könnte das denn gehen? Ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber vielleicht ein bisschen. Reicht das bisschen, was ich vielleicht haben könnte?
Ich habe das akustisch nicht verstanden. Er fragt, er hätte ein bisschen Geld. Also Journalisten haben nie Geld. Ah, also von daher, nee. Er hätte ein bisschen Geld. Wo sollte er, also er will eigentlich einen Investment-Tipp von dir abgraben. Kann ich dir leider nicht geben, aber du kannst ab 250 Euro investieren. Also schau dich um. Okay, dann so viel Geld habe ich tatsächlich noch. Cool. Also, Sarah, ganz herzlichen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht.